The mic and make sure the sound right, boys. Ende 2021 erntete Beatrice Egli nach Impftrödelei einen Shitstorm. Nun zieht sich die Musikerin von Social Media zurück. 2021 war ein Jahr voller Höhen und Tiefen für Schlagerstar Beatrice Egli, 33, wortwörtlich wie auch sinnbildlich. Die Schweizerin bestieg nach knallhartem Training das Matterhorn und eroberte mit ihrem neuen Album an der Spitze der Charts. Eigentlich wollte die BSDS-Gewinnerin auch auf Tour gehen, doch die Shows mussten aufgrund der steigenden Corona-Zahlen verschoben werden. Beatrice Egli selbst steckt sich Ende November mit dem Virus an. Dann kommt noch am Gericht, die 33-Jährige weigerte sich lange, sich impfen zu lassen. Erst Tage vor der Erkrankung und auf Anweisung ihres Managements ließ sie sich zum ersten Mal impfen. Für ihn hagelte es Kritik. Nach vieler turbulenten Zeit meldete sie sich im neuen Jahr zu Wort. Die Festtage verbrachte die Metzger-Tochter allein mit ihren Liebsten, wie sie verrät. Ich will nichts tun, nur Liebe, Freude und Energie und alles haben, was es Gutes gibt. Und auch nur mehr wie die 33-Jährige eine Social Media Auszeit machen. Es würde noch ein bisschen still bleiben bei ihr, denn es genieße noch etwas Ruhe. Wenn Ihnen die Videoinhalte gefallen, abonnieren Sie bitte meinen Kanal. Vielen Dank.